Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Wir kümmern uns jetzt gleich um den Erfolg, aber wir gehen jetzt erstmal einmal ausreiten noch mit dem Pony. Eine Strecke machen wir und dann gehen wir wieder in die Reithalle und gucken, dass wir den einen Erfolg dann noch zusammenkriegen. Wir nehmen jetzt mal die Strecke wieder. Einfach weil ich glaube, dass das mit die kürzeste ist. Die schnellste. Und dann gehen wir in die Reithalle und reiten Strecke 3 noch einmal für das 20 Mal. Also da haben wir die 40 Mal voll. Und dann müssen wir nur noch Strecke 4 reiten, um die auch voll zu machen. Und zwar auch nur noch, überlegen, 7 Mal. Dann haben wir die auch voll. Und dann sollten wir auf jeden Fall den 5x40 voll haben, den Erfolg. So. Und hier sollte der jetzt ja nun auch jeden Augenblick reinschnallen eigentlich. Aber den erwarte ich ja schon so lange. Wir werden sehen. Okay, dann gehen wir jetzt in die Reithalle. Und zwar reiten wir Strecke 3 noch einmal. So. Oh, Strafzeit, nein. Noch mehr Strafzeit, da. Ah, das war so überhaupt nichts. Naja, aber was soll's, es ist 20 Mal voll. Von dem her ist das in Ordnung. So, dann Strecke 4 nehmen wir uns vor. Strecke 4 müssten wir 7 Mal reiten. Wir schauen mal, wie viel wir dann tatsächlich machen müssen. So, das war einmal. Und das zweite Mal. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall 15 voll. Also es ist nicht mehr viel. Dann haben wir auf jeden Fall die ersten 40 voll. So. 16. Na, ich glaube, hier müssen wir die vollen 20 voll machen. Ja, zweimal noch und dann haben wir es geschafft. Rein theoretisch. Aber einen 40er-Erfolg haben wir ja noch so gar nicht gemacht. Da! Yay! Da ist er! Okay, dann haben wir die fertig. Das ist doch schon mal echt schön. Juhu! Dann brauchen wir 10 Parcours. Ja, wir machen natürlich Parcours 6, 7, 8, 9 und 10 machen wir noch, denn die haben wir auf jeden Fall voll. Auf dem Springplatz war es so, dass eben Parcours 4 und 5 nicht ganz voll waren, aber 1, 2 und 3. Ja, ich würde sagen, wir pflegen erstmal das Pony und gehen nochmal auf einen Ausritt. Vielleicht haben wir ja Glück und es rasselt der Erfolg auch noch rein.
Das Näschen putzen. So. Dann noch ausmisten. Und das Ganze machen wir nochmal. Und dann passt das. So, dann gehen wir, wie gesagt, nochmal auf einen Ausritt. Nehmen wir doch die Strecke. Die da, genau. Brauchen wir nur reiten. Hufeisen suchen brauchen wir nicht. Und danach würde ich sagen... Und danach gehen wir dann auf den Springplatz und machen da nochmal ein bisschen was. Und zwar Strecke 4 können wir dann erstmal die 20 voll machen. Da haben wir nämlich 19. Und Strecke 5, ach, wir hätten hier durch können, ne? Und Strecke 5 können wir da auch weitermachen. Da haben wir nämlich auch erst 5. Das heißt, da müssen wir noch 35 Mal diese Strecke reiten. Warum reite ich jetzt schon wieder hier lang? Ich bin immer auf dem Weg zu den Hufeisen, ne? Die wir nicht mehr brauchen. Ja, auf jeden Fall müssen wir da noch einiges an Strecken reiten. Und dann haben wir ja noch 5 Strecken, die wir auf jeden Fall noch 40 Mal reiten müssen. Denn wir haben jetzt ja nur 14 Strecken. Nein, 15 Strecken gemacht, die wir ja schon 20 Mal geritten sind. Also es ist noch einiges zu tun. Wir haben noch einiges vor uns. Ach komm, wir reiten doch nochmal. Was soll's? Ist doch wurscht. Genau, und dann kümmern wir uns da drum. Schon wieder. Diesen Rechtsdrall hier lang. Da will ich nicht lang. Ich will doch hier lang. So. Und wieder kein Erfolg. Na gut, dann, gehen wir doch jetzt einmal auf den Reitplatz. Auf dem Reitplatz ist immer so ein bisschen, beziehungsweise Springplatz meine ich ja, ist immer so ein bisschen das Problem, dass man so viel Energie verbraucht, finde ich. So, einmal die Strecke, dann haben wir die nämlich 20 Mal voll. Die hatten wir nämlich das letzte Mal gar nicht voll gemacht. Ich weiß nicht, ob das gereicht hatte, warum wir die nicht voll gemacht hatten. Da habe ich irgendwie... verpennt, das richtig aufzuschreiben. Aber wir reiten sie jetzt einfach noch einmal, denn bei mir stehen hier 19 und nicht 20 und ja, wir wollen ja auf jeden Fall die 40 machen können. So. Dann haben wir die auch. Und dann gehen wir da auch an die 40. Ist ja gar nicht mehr so viel. Wir brauchen ja nur noch 15 Strecken reiten. So. Okay. Dann haben wir die voll. Dann können wir nämlich hier auf jeden Fall anfangen schon mit den 20, also mit den 40ern. Und dann haben wir auch keine Energie mehr. Das heißt, wir gehen einmal schnell pflegen, zumindest ein kleines Stückchen. So. Und das hier. Ja, machen wir das noch und dann gehen wir nochmal ausreiten. Sollte jetzt eigentlich von der Pflege her erstmal reichen. Und um den Springplatz dann, der Parcours 5 und sowas, da werde ich dann schauen, wenn ich, ja,
Also zwischen den Parts möchte ich auf jeden Fall gucken, dass ich da noch ein bisschen was zusammenkriege an Strecken. Wenn man bedenkt, das sind 10 Strecken, die wir noch 20 Mal reiten müssen. Und davon haben wir bis jetzt ja noch überhaupt nichts gemacht. Also es sind 200 Strecken, die wir reiten müssen. Ja. Und dann kommt noch mal dazu, dass wir 5 Strecken 40 Mal reiten müssen. Also das ist schon, ja, das sind glaube ich 400 Strecken sind das letztendlich, ne? Macht das glaube ich, wenn das, ja, 400 Strecken reiten. Das ist schon noch ein Haufen Strecke irgendwie, die wir da hinter uns bringen müssen. Aber auch das kriegen wir hin. Wir haben ja schon einige Strecken geritten und dann kriegen wir das auch noch hin. Ich will auf jeden Fall zwischen den Parts ordentlich reiten, dass wir das hinkriegen, ganz, ganz schnell. Und ja, und diesen Erfolg hier werden wir sehen. Entweder kriegen wir ihn oder wir kriegen ihn nicht. Wir werden jetzt hier nochmal ein paar Ausritte reiten. Also ich denke jetzt den hier vielleicht noch einen gleich. Schauen, wie die Zeit reicht. Und dann, ja, gucken wir. Wenn wir den Erfolg nicht kriegen, dann versuche ich dem gesagt, offscreen auch noch zu machen. Wenn wir die Parcours voll haben, dann werde ich gucken, dass ich das hier auch offscreen mache. So, und wieder kein Erfolg. Ja, wer hätte es gedacht? So langsam erwarte ich den schon gar nicht mehr. Ich glaube, wenn der reinschneit, dann entweder kriege ich den nicht mit oder ich erschrecke mich oder irgendwie sowas. Also langsam müsste der wirklich kommen. So. Wenn ich mich nur richtig dran erinnern könnte, ab wann wir mit dem Pony unterwegs waren. Also ich weiß nicht, ob das schon bei 100 Hufeisen, ob wir da schon mit dem Pony unterwegs waren, hundertprozentig. Also ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wenn wir dann noch mit dem Pferd unterwegs waren oder zwischendrin, oder dann kann das natürlich sein, dass das jetzt hier noch ein paar Strecken lang dauert. Weil wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob eine Strecke einen Kilometer lang ist. Ja. Also bei manchen glaube ich das nicht so ganz. So, aber gemessen haben wir es ja auch noch nicht. Dann machen wir doch nochmal die. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Energie. Dann machen wir doch noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Immer in der Hoffnung, dass wir an diese 50 Kilometer jetzt langsam rankommen. Ja, das ist ja auch so eine Strecke, wo ich eigentlich nicht glaube, dass sie ein Kilometer lang ist. Ja. Also daran kann das natürlich liegen, dass wir die noch nicht voll haben, ne? Dass die Strecken dann einfach nicht auf 1 Kilometer gerechnet werden. Ah, und schon wieder wollte ich abbiegen. Ja, das hier ist zum Beispiel eine Strecke, da kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht nur einen halben Kilometer lang ist oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ganz, ganz schlecht, was Entfernungen angeht. Wenn jemand zu mir sagt, in 300 Metern, dann sind das bei mir 30 Meter oder so. Das ist also, ja, da bin ich ganz, ganz schlecht. So, im Ziel. Keine Energie mehr. Nein, so eine Frechheit. Kann ja nicht angehen. Dann kriegst du doch jetzt noch mal eben hier einen Pott Futter. Ja, den Erfolg hatten wir genau. So, und noch ein bisschen Wasser und dann reicht es noch mal für eine Strecke. Eine machen wir noch in diesem Part. Eine machen wir noch. Und zwar machen wir. Ach, die mag ich ja nicht. Ja, wir machen meine Lieblingsstrecken. Ach, die mag ich. Die sind gut. Die sind einfach. Schnell. Und toll. Die mag ich. So, dann die Strecke noch. Und danach dieser Strecke beenden wir erstmal den Part, denke ich. Und ja, dann werde ich in der Zwischenzeit zum nächsten Part ein bisschen was machen an den Strecken. Ich werde versuchen, dass wir auf jeden Fall dann vielleicht im nächsten Part dann einen Erfolg machen können und dann schauen wir mal, ne, wie weit wir da kommen. Auch hier mit den Ausritten, wie weit wir bis dahin sind. Mal gucken.
So. Schalalalalalalala. Ein bisschen schneller wäre jetzt gar nicht so schlecht. Es wäre super, wenn man so ein bisschen Speed machen könnte. So ein bisschen schneller. Komm, komm, komm. Lauf. So, okay. Wieder kein Erfolg. Das ist doch echt zum Schreien. Na gut, okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten gucken wir dann, dass wir den nächsten Erfolg kriegen. Also bis dann. Ciao, ciao.